Ich befinde mich hier am äußersten Ende von Sabang, im Teil von der Insel Mindoro, Sabang Beach. Das ist so die Landzunge im Norden von Mindoro. Hier geht es nur noch Offroad weiter, habe ich jetzt keine Lust, habe ich schon genug gehabt, die Tage. Ja, da werden wir jetzt auch nicht viel sehen. Das ist wohl der Leuchtturm, Lighthouse, stand zumindest auf der Karte, habe ich mir jetzt auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich werde hier ein bisschen rumcruisen heute, es soll wohl regnen später oder eigentlich ja, in naher Zukunft. Man sieht schon hier ein bisschen die Wolken. Eigentlich wollte ich dann in die Richtung, weil da liegt Puerto Galera. Aber gucken wir mal, wie sich der Tag entwickelt. Hier ist es noch trocken, aber ja, man weiß es nicht. Es kann sich stündlich ändern. Auf jeden Fall heute ein lockerer Tag, ein bisschen rumcruisen, einfach mal ja, einfach rumgucken, Beine baumeln lassen und keine großen geplanten Touren. Einfach mal so in den Tag hineinleben. Auf jeden Fall wünsche ich viel Spaß und genießt die Bilder. Ah, da ist ein Schild, der Lighthouse. Das war dann doch nicht der Leuchtturm. Asche über mein Haupt. Habe ich wieder Schmarren erzählt. Aber es sah halt so aus, weil das das Ende ist hier. Normalerweise ist ja auch der Leuchtturm am Ende einer Landzunge oder Insel als Warnung oder als Leitsignal. Jetzt gucken wir mal, was uns da erwartet. Ist auf jeden Fall nur ein kleiner Weg. Da passen keine Autos durch, nur der Frank-Pedaleur. Ja, also hier ist auch kein Lighthouse. Der Weg endet hier an einem Anwesen. Ja, schaut recht nobel aus, aber es gibt hier keinen Leuchtturm. Keine Ahnung, warum da oben ein Schild war, dass man hier runterläuft zum Leuchtturm, wenn der Weg quasi hier endet. Hier geht noch so ein Trampelpfad hoch zu dem Haus, aber das war's dann. Ja, gut, dann gibt's halt kein Lighthouse. Ich fahre wieder zurück und begebe mich mal Richtung Wolken in der Hoffnung, dass die mich in Ruhe lassen. Shot me through the heart, casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go, I don't wanna know, I don't want it anymore. I don't wanna go, don't wanna know, but I keep coming back for more. Crashing down and into the So, das ist jetzt Sabang Beach, der Ort. Allerdings wird vorne an der Küste ja, gebaut und schaut alles ein bisschen, naja, nicht schäbig aus, aber halt nicht sehr einladend, sagen wir mal so. Das Wasser ist auch nicht das sauberste hier. Es gibt also bestimmt definitiv schönere Orte als Sabang Beach, aber naja, hier spielt halt so ein bisschen das Leben. Auch das Nachtleben. Das Verruchte, um es mal so auszudrücken. Im Übrigen dabei ist wieder hier die kleine Go 2, die ich recht gern verwende, wenn ich auf dem Rad sitze, weil die nimmt nicht viel Platz weg. Ich muss keinen Brustgurt mitnehmen. Die ja, schaltet schnell ein, also man drückt drauf, innerhalb von einer Sekunde nimmt die auf. Man merkt es mittels einer Vibration. Und wenn man wieder drauf drückt, dann ist so ein langes Vibrieren. Das ist dann das Zeichen dafür, dass es beendet ist.
Und es ist immer ganz gut für schnelle Schnappschüsse, ohne dass man jetzt da irgendwie mit der GoPro oder sonst was rumfummeln muss, weil die GoPro, die dauert ja immer 3 Sekunden mindestens, bis die dann anfängt zu filmen. Und wenn du mal schnell eine Szene aufnehmen willst, die halt ad hoc passiert, dann ist die GoPro einfach zu langsam und hier, die geht echt schnell. Und das ist echt bequem hier mit dem Magneten. Da habe ich hier so eine Kette, zeige ich jetzt mal. Das ist dann hier drunter der Magnet. Und der ist so stark, dass das auf jeden Fall hält. Also die gröbsten Abfahrten und Erschütterungen und Schlaglöcher. Also das bis jetzt noch nie was passiert. Das kannst du hier unter das Trikot klemmen, haust du hier die Kamera drauf und dann stört ihn. Das einzige Manko ist, wenn du dann eben auf dem Rennrad sitzt, dass der Winkel dann meistens zu weit nach unten geneigt ist. Und ja, entweder man richtet sich auf, oder man fasst halt mal hin und hebt sie ein bisschen an, muss man halt einarmig fahren, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie sehr gefährlich ist auf einer Abfahrt oder sowas. Aber ansonsten ist das echt ein Top-Teil und hat jetzt zwar nur HD, ich meine, das Ding ist ja auch nicht groß. Ich meine, was will man jetzt da groß noch an Technik reinpacken? Es kommt vielleicht irgendwann auch mal, dass das irgendwie höhere Bildqualität und Auflösungen hat, aber für die kurzen Zwecke, für die ich die verwende, ist die echt genial und ausreichend. Also ich habe sie gern dabei. Wie gesagt, die ist nicht schwer, die nimmt keinen Platz weg und stört nicht. Und man kann schnell mal drauf drücken und was filmen. Geiles Teil. Das ist so der Hauptort im Norden der Insel, wo auch die Fähre aus Batangas ankommt. Allerdings legt die nicht in Puerto Galera an, sondern in, ich habe es schon wieder vergessen, irgendwas mit B. Das ist der offizielle Hafen. Das ist so 2 Kilometer außerhalb vom Ort. Weil der Hafen hier, der ist nur so als Promenade gedacht oder ja, für Ausflüge zu Inseln oder für Tauchausflüge. Den schauen wir uns jetzt auch gleich mal an, da fahre ich jetzt gleich mal runter, ist recht schön gemacht. Da steht auch irgendwie so eine alte Galeere, irgendwie so die Black Pearl vom Jack Sparrow oder so ähnlich. Ja, genau, da fahren wir jetzt mal ein bisschen rum hier. Es ist nicht groß, sind bloß ein paar Straßen, aber ja, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen der Hauptort hier. Plus, dass ihr es halt auch mal gesehen habt. Viel Spaß! Das sind diese Tricycles hier, das sind die offiziellen Taxis. So Autotaxis haben die hier gar nicht, das wird alles mit Mopeds gemacht. Da hockst du dich hier rein, kannst du alleine oder zu zweit drin sitzen und ja, zahlst du 50 Cent oder 1 Euro und dann fährt er dich zu deinem Hotel oder wohin auch immer. So schaut das aus. Es gibt auch normale Mopeds, wo man sich dann hinten draufsetzt, das ist dann nochmal ein bisschen billiger. Aber beides nicht der Rede wert, aber das sind halt so die Transportgeräte hier, die man verwendet, wenn man Taxi haben möchte. Oder man fährt mit diesen silbernen langen Jeeps, das sind dann so Sammeltaxis, die fahren aber nur bestimmte Routen, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, welche Routen. Aber da kann man sich dann auch irgendwie hinten draufsetzen und dann, wenn man die Route weiß, kann man die Dinger auch nehmen.
Und da liegt die Black Pearl vom Jack Sparrow. Momentan geändert von irgendwelchen Chinesen. So, das war es jetzt erstmal von der Tour hier nach Puerto Galera. Erster Tag auf dem Rad hier. Ich bin zwar schon 2-3 Tage hier, aber auf dem Rad war ich noch nicht. Aber heute mal ein bisschen an die Hitze wieder gewöhnen und ja, ans Pedalieren. Einfach mal ein bisschen rumcruisen. Ein bisschen Sabang gewesen, jetzt Puerto Galera. Ich hau mich jetzt in die Bar, trinke einen Kaffee und einen Cola. Koffeinschub. Und dann geht's wieder zurück in die Unterkunft und morgen machen wir dann vielleicht eine neue Tour. Da schauen wir mal, was uns so vor die Linse fällt. Auf jeden Fall vielen Dank für dieses Video. Wie immer, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video verpasst und gebt mir einen Daumen nach oben oder nach unten, wie ihr wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye bye, ciao, ciao. Fahren wir jetzt mal gleich mal hin, dann schaue ich den Hafen hier, den haben sie wohl.